Mit welchem System bekommst du deine Finanzen am besten in den Griff? Indem du dich am Monatsanfang als erstes bezahlst. Hi, ich bin Kai von Geldkater. Nachdem du nun das Mehrkontenmodell kennst und dir einen Überblick über deine Ausgaben verschafft hast, geht es nun darum, dass du am Monatsende mehr Geld hast und nicht mehr Monat als Geld übrig hast. Damit dir das gelingt, musst du dich am Monatsanfang selber bezahlen. Du fragst dich, wie soll das denn funktionieren? Und zwar geht es darum, dass du direkt am Anfang dein Gehalt aufteilst. Ich habe 3 Dauerüberweisungen laufen und als erstes bezahle ich uns in den Notgroschen. Und die 2. Überweisung ist in das Spaßkonto. Das ist wichtig, damit du auch weiterhin Spaß beim Sparen hast und Geld hast zum Konsumieren für die Freizeit. Oder du legst es zurück, damit du dir irgendwelche Wünsche erfüllen kannst. Das 3. Konto ist das Investmentkonto. Da legst du Geld zum Investieren beiseite. Und immer bevor der ETF-Sparplan auslöst, weil es über dein Girokonto halt das Geld abzieht, überweist du es dann zurück. Damit das Ganze aber natürlich auch funktioniert, musst du deine Ausgaben kennen und dann einen Puffer drauf rechnen, falls du vielleicht ein bisschen mehr ausgibst in dem Monat. Das bleibt natürlich auf dem Girokonto halt zurück und alles andere verteilt sich auf die Konten. Wie sich das Ganze in die Konten verteilt, das muss jeder für sich entscheiden. Am Anfang haben wir eine höhere Summe in den Notgroschen reingehabt und dafür weniger investiert. Nachdem der Notgroschen aufgefüllt war auf eine gewisse Summe, habe ich das Ganze reduziert. Da läuft zwar immer noch was rein, aber mittlerweile ist eine höhere Summe in den ETF-Sparplan. Und natürlich zahlen wir uns weiterhin Taschengeld, so dass wir weiterhin Spaß beim Sparen haben. Hey, schau dir meine weiteren Videos an. Abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke. Dann weißt du, wann es wieder ein neues Video gibt. Und hat dir das Video gefallen, hinterlass mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann empfehle es Leuten weiter, die du nicht magst. Machst du noch oder investierst du schon?